Schlüssel zu deiner Zukunft liegt in der Vergangenheit. Du musst dem Unbekannten trotzen. Es ist kein natürliches kosmisches Phänomen. Und es nähert sich uns. Gezielt. Die Antworten, die du suchst, finden sich tief in der sternenlosen Leere, die dich herbrachte. Und gefährliche Feinde haben das erkannt. Um zu einer Geschichte. Einer Fortnite-Geschichte. Der Geschichte rund um Chapter 5 der Insel. Aber wir gehen heute ein bisschen eher in die mythologische Richtung. Fragen zu beantworten, wem gehört eigentlich die Hand? Was hat es mit Odyssee auf sich, mit dem Mosaik, den Medaillen, Valeria und vielleicht auch ein bisschen der Vergangenheit dieser Geschichte? Wir wissen, die Geschichte in Chapter 4 war komplett nicht existent. Die war komplett langweilig und hat sich eher auf Season-Basis bezogen. Dazu habe ich schon ein eigenes Video produziert. Wenn ihr wissen wollt, was in Chapter 4 passiert ist und warum wir hier gelandet sind, am besten dann irgendwie die Story-Playliste anschauen. Ist bestimmt in der Videobeschreibung verlinkt oder oben rechts auf dem i. Und auch die Geschichte in Chapter 5 Season 1 war eigentlich 3 Monate lang komplett nicht existent. Nach den Ereignissen von Chapter 1 OG, wo wir die Rakete gezündet haben mit der Zeitmaschine, haben wir den Big Bang ausgelöst. Und damit haben wir die Realität 0 verlassen. Und haben eine neue Realität gefunden. Diese Insel. Welche Nummer die hat, weiß ich nicht. Machen wir 1337. Dabei haben wir viele andere Realitäten gesehen. Ne? Die Lego-Realität, Rocket League und was auch immer. Und nachdem wir auf dieser Realität gelandet sind, wurde der Freund von Jones, Charlie, von der Hohen Gesellschaft entführt. Und natürlich hat sich Jones dann gemacht, seinen Freund zu retten und hat den Underground gegründet und hat versucht, Charlie zu retten. Nun, 2 Monate lang hat er nichts gemacht, hat erstmal ein paar Flossdance gemacht und dann jetzt eine Woche oder 2 Wochen vor Seasonende haben wir dann die letzten Aufgaben bekommen, um die Hohe Gesellschaft zu besiegen. Die ganzen Mitglieder wie Oscar, Valeria, die haben wir alle besiegt und Charlie gerettet. Wer liebt nicht eine schöne Geschichte mit viel Abwechslung und so ereignisreichen Momenten, wie Season 1 es geboten hat? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Geschichten werden auch in Fortnite Chapter 5 nicht krass viel besser. Aber trotzdem haben wir gerade ein bisschen was dazu bekommen. Und eigentlich eher der Aufbau zu Season 2 ist deutlich spannender, als wir alle schon alles in der letzten Zeit bekommen haben. Und das ist nun mal Pandoras Büchse und die Hand, die die gehalten hat und aus der Erde gekommen ist. Dieses große Ereignis, das Mini-Live-Event, was wir bekommen haben, um in Season 2 reinzukommen, hat eine mehr Geschichte reingebracht, als Charlie es jemals produziert hat. Und wir die letzten 3 Monate, seit Dezember. Und bei der Geschichte gibt es eine Menge zu erzählen, weil die Geschichte zwar nicht mit Fortnite mitkommt, sondern mit der Mythologie aus dem alten Griechenland. Und nie erzähle ich euch, wer hinter dieser Hand steckt, aber natürlich auch, wie Fortnite das Ganze verbindet, wie sich Valeria, Odyssee und das Mosaik sich zusammensetzen und überhaupt, wie das einen Einfluss auf die Fortnite-Geschichte haben könnte. Gerne natürlich einen Like-Button an dieser Stelle reinhauen, Abo-Button würde mich natürlich auch freuen. Ihr wisst jetzt, wie wir eigentlich auf diese Insel gekommen sind und was wir dabei gemacht haben für die Season 1-Geschichte, aber dann kommen wir auch direkt, glaube ich, zu dem Übergang zur Season 2. Und ich versuche hier auch so realistisch zu bleiben, wie es nur geht. Klar gibt es Theorien und so weiter, aber ich versuche auf die Fakten zu bleiben, die uns Fortnite liefert. Also irgendwelche epischen Fantasien zu sich auszudenken, so von wegen, ah, diese Insel wurde einst vom Götter bewohnt. Hier haben die Götter selbst gespeist und genascht und an den Gisberry sich einmal verwöhnt und haben hier gelebt, bis sie dann unter die Erde gingen und deswegen sind da jetzt die Menschen hier. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Viele Informationen fehlen durch Fortnite. Man kann natürlich hier ein bisschen was herleiten. Zum Beispiel halt wirklich, dass diese gesamte Insel auf irgendeinen Ruin von den Göttern basiert. Ja, sind da wieder Ruinen unter der Erde, ne? Weil, guck mal, die Hand kommt aus der Erde heraus. Was ist die logische Schlussfolgerung? Dass da natürlich ein größerer Körper drunter liegt. Wenn wir die Hand als Ausgangspunkt nehmen, ist das tatsächlich die linke Hand. Dann müsste eigentlich theoretisch aus der Sicht, müssten wir frontal auf jemanden drauf gucken. Dann müsste hier ungefähr irgendwo der Kopf sein. Ne, dann, oder beziehungsweise sogar hier. Hier müsste irgendwo der Kopf sein, so ein bisschen der Hals, Schulter, dann boxt er hier seine Hand durch. Ne, hier weiter runter müsste die Beine gehen. Hier weiter nochmal die Beine, das zweite Bein und hier irgendwo unter Ruined Reels sollte dann die andere Hand sein und der restliche. Die Maßen sind wahrscheinlich jetzt nicht hundertprozentig korrekt, aber ungefähr in diesem Bereich könnt ihr euch vorstellen, dass dort ein Titan lebt.
ja, lebt, weil sonst würde ja die Hand nicht von alleine rauskommen oder sowas. Die hat ja niemand rausgezogen. Deswegen glaube ich schon, dass der Titan darunter immer noch lebt und jetzt erwacht ist. In den Spieldateien wird diese Hand als die Hand eines Titan bezeichnet oder Titan Hand einfach. Und da kann man sich jetzt natürlich philosophieren, wer damit gemeint ist. Und nein, es ist definitiv nicht der Gefangene. Ich weiß, viele haben darüber irgendwelche TikToks produziert und gesagt, oh, das ist der Gefangene aus Chapter 1, Season 7. Das macht aber absolut keinen Sinn, weil storytechnisch war der Gefangene niemals so groß, storytechnisch war er auch niemals ein Titan und war tatsächlich auch einfach nur der Widersacher vom Eiskönig, der in der Realität 0, wo die Chapter 1 bis 4 Karte, wo die wir gespielt haben, auf den Eismond, der überhalb der Blase der Null-Realität geschwebt hat, dort haben die beide gegeneinander gekämpft. Und der Feuerkönig wurde besiegt und eingesperrt und war deutlich kleiner. So viel Fruchtzwerge kann er nicht futtern, um diese Größe anzunehmen. Und vor allen Dingen war er auch kein Titan. Hier muss man auch dazu sagen, die griechische Mythologie ist nicht die God of War Mythologie. Ja, ich weiß, viele krasse Gamer haben die God of War gespielt und denken jetzt die komplette griechische Mythologie auswendig zu kennen. Der God of War hat viele Freiheiten genommen. Die haben auch viele Sachen selbst erzählt aus den Basen, was wir auch aus der griechischen Mythologie kennen mit den Göttern. Und daraus haben die ihre eigene Geschichte gemacht. Auch dass zum Beispiel Kronos in God of War natürlich die Pandoras Büchse beinhaltet hat. Aber in der griechischen Mythologie hat weder Kronos noch Prometheus irgendwas mit der Büchse der Pandora zu tun gehabt. Die haben die nie besessen, die haben die nie gehalten oder sonst was. Das ist alles freie Interpretation. Auch Fortnite interpretiert hier frei. Um einfach mal zu erklären, Prometheus und Kronos sind Kinder von Gaia, also ne, von der Mutter Erde sozusagen. Beide zählen als Titanen und während Prometheus die Menschen erschaffen hat, weil ne, der hat gesehen, dass andere Götter die Tiere erschaffen auf der Welt, hat er die Menschen erschaffen. Und dann war er nicht ganz so cool mit Zeus, denn ne, Zeus war ein bisschen sauer auf den, ich mach's mal ganz simpel. Hat Prometheus dann eingesperrt und hat dafür gesorgt, dass ein Adler ständig bei Prometheus seine Leber isst. Aber diese Leber hat sich immer wieder regeneriert. Und so war er für immer und ewig verdammt, bestraft zu sein, dass er da nicht sterben kann. Und der Adler weiterhin seine Leber frisst und er trotzdem da die Schmerzen spürt. Und weil Zeus dann so sauer auf die Menschheit und auf Prometheus war, hat er Hephaistos beauftragt, die erste Frau zu erschaffen. Und das war Pandora. Die war bildhübsch und elegant und was auch immer. Und da Zeus so ein kleiner ist, muss man also sagen, hat er dann die Pandoras Büchse erschaffen und dort alles Üble reingepackt. Ne? Tod, Hass, Eifersucht, Leid, Pest und was auch immer. Und das hat er in diese Kiste gestopft und die Pandora gegeben. Einfach in dem Wissen, weil er wusste, dass Pandora neugierig ist und die Kiste aufmachen würde. Und so hat er die Kiste aufgemacht und deswegen kam dann alles Üble raus. Also Prometheus selber hat die Kiste weder besessen. Kronos genauso wenig. Kronos hatte mit der Kiste auch nicht viel zu tun. Und trotzdem würde ich sagen, diese Hand, alleine von der Optik her, mit der Lavaspur, mit der Erde und den Ketten, würde er auf Kronos hindeuten als Prometheus. Kronos hat dabei dann die Göttergeschwister wie Zeus, Hades, Poseidon, Hera und so weiter, hat er diverse Götter erschaffen und gezeugt und sind seine Kinder. Und deswegen passt das auch mehr zu der Kiste, die wir hier in Fortnite haben, weil wir dort auch natürlich genau diese Charaktere sehen. Wir sehen dort Hades, wir sehen dort Zeus. Wir sehen auch Poseidon, sein Dreizack hier in diesem Orb hier. Muss natürlich nicht heißen, dass das ein Skin ist oder sonst was oder als Charakter kommt. Kann ja auch ein mythisches Item sein, ne? Natürlich sind auch viele weitere Charaktere drauf, wie Ares, der Krieg des Gottes. Und nein, Kratos ist auch in der griechischen Mythologie nicht der Krieg des Gottes geworden oder sowas. Ne, das ist auch nur wieder eine Erzählung in God of War, hat aber nichts mit der griechischen Mythologie zu tun. Cerberus, klar, kommt auch vor als Hund, hat aber auch nichts mit Kronos zu tun. Und ne, die Kiste an sich, würde ich sagen, alleine wegen den Charakteren und so weiter, die wir jetzt aufgemacht haben, lassen wir diese Götter wie Zeus und Hades auf die Fortnite-Insel frei. Das ist die Fortnite-Geschichte. Ne, indem wir diese Kiste geöffnet haben, bringen wir natürlich das alles Üble über diese Insel, aber auch die Götter wieder auf diese Insel. Ne, deswegen würde ich sagen, interpretiert hier Fortnite seine Geschichte, dass das die Hand von Kronos ist, dem Vater von Zeus, Hades und Poseidon. Und mit dieser Kiste haben wir jetzt sie geöffnet und freigelassen. Und natürlich auch wahrscheinlich den einen oder anderen Bug, der euch wieder dafür sorgt, Leute, dass ihr eine Ranked-Runde mal wieder nicht gewinnt oder sowas. Da kommen bestimmt auch sehr böse Bugs raus in Season 2. Das wird bestimmt safe passieren. Deswegen glaube ich hier tatsächlich, dass Fortnite hier seine eigene Geschichte so ein bisschen interpretiert hat und man interpretieren kann, dass das so ein bisschen die Anlehnung danach ist, dass das die Hand von Kronos ist. Die Kiste erschafft die Götter hier in der Fortnite-Insel.
Ist das wichtig? Wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube nicht, dass die Titanen wie Prometheus oder Kronos irgendeine Rolle natürlich in Season 2 spielen werden. Außer, dass natürlich der Titan, der unter dieser Erde liegt, vielleicht irgendwie freikommt und vielleicht auch als Ort oder so dient. Ne? Und dann gibt es hier sowas wie einen Titan-Friedhof oder Ort oder sowas. Und dann gibt es hier so fette Riesenkörper oder sowas. So wie bei Marvel Season 4 damals. So, das ist die griechische Erzählung für die Pandoras Büchse. So, jetzt ist aber die Frage, wie verbindet Fortnite die griechische Mythologie mit seiner eigenen Geschichte? In Season 1 haben wir zwar Charlie gerettet, aber es gab ja die Organisation der Hohen Gesellschaft. Die Hohe Gesellschaft scheint sich hier schon ein bisschen länger etabliert zu haben. Und die haben auf dieser Insel etwas entdeckt, und zwar die Medaillons. Die Medaillons haben wir jetzt gerade zu Schluss von Season 1 ein bisschen mehr Bedeutung bekommen. Und zwar, dass sie eine uralte Macht beherbergen. Und so wie es aussieht, haben die Hohe Gesellschaft die nicht erfunden, sondern einfach tatsächlich auch irgendwie gefunden. Durch Ausgrabung oder als sie auf dieser Insel ein bisschen fortgeschrittener kamen, haben sie diese Medaillons gefunden und haben denen die Macht gegeben, halt diese Hohe Gesellschaft zu gründen. Deswegen ist dann Oscar und Motorik, der Typ da im Hotel, ich habe immer noch keine Ahnung, wie man den ausspricht, Valeria, die ganzen Bosse hier in Season 1. Deswegen haben sie diese Macht bekommen und natürlich die Insel an beherrscht. Die waren jetzt die leitende Figur und Organisation auf dieser Insel. So ähnlich wie die I.O. in Chapter 1, beziehungsweise Chapter 1 bis Chapter 4, auch die Kontrolle über den Zero Point bekommen haben. Und so haben sie auch die Insel jahrtausende lang beherbergt und dann natürlich den Kampf gegen die Sieben veranstaltet. In Chapter 5 ist es jetzt die Hohe Gesellschaft und mit den Münzen haben sie diese Macht erlangt, um über diese Insel zu herrschen. Und da wollte einer aber mehr haben, oder einer besser gesagt, und zwar Valeria. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation und kann man reininterpretieren, aber einige Charaktere von der Hohen Gesellschaft haben ein bisschen mehr Macht bekommen, als einfach nur 50 Schild zu bekommen und dadurch ein bisschen mehr Panzerung zu kriegen im Vergleich zu anderen. Und zwar Valeria war dann der Begriff für Phönix. Sie war die wiederauferstandene Flamme und hatte die Fähigkeit der Flamme erlangt. Deswegen kann sie sich auch transformieren und hat auch das Feuer beherbergt. Wenn Montresque, wie auch immer man den immer noch ausspricht, Leute, die Fähigkeit bekommen hat, sich in Diamant zu verwandeln, in Diamantenhaut und dadurch wahrscheinlich auch stahlhart zu werden. Mal schauen, was bei ihm sonst noch... Okay, lassen wir das mal. Aber er hat die Fähigkeit bekommen, sich in Diamant zu verwandeln. Deswegen kann man da vielleicht interpretieren, dass es durch die Münzen kam. Aber während die anderen Mitglieder, wie zum Beispiel Oscar, die haben irgendwie keine weiteren Fähigkeiten bekommen. Deswegen würde ich sagen, das ist wieder so ein typisches Fortnite-Ding. Ein bisschen wird was angedeutet, einige Charaktere haben Mächte bekommen, aber es gibt dann ein paar Lücken, die nicht erklärt werden. Oder vielleicht konnte auch nicht jeder irgendwie mächtig werden und es gab nur die zwei Hauptmitglieder. Genauso wie Peter Griffin. Peter Griffin, da er ein Kooperationscharakter ist, hat er zwar auch eine Medaille und dadurch vielleicht auch irgendwie Macht bekommen und war ein Kollege der Hohen Gesellschaft, aber letztendlich ist er, könnt ihr den komplett aus der Story streichen. Er war auch der einzige Charakter, den wir tatsächlich nicht besiegen mussten, um Charlie zu retten. Wenn wir alle anderen Bosse besiegen mussten in der Hohen Gesellschaft, war Peter Griffin auch aussortiert aus der ganzen Geschichte. Und deswegen würde ich den einfach nur als Kooperationscharakter sehen, der für den Battle Pass gedient hat. Und auch hier natürlich für das Gameplay, damit es einfach ein bisschen lustiger ist, aber keine Relevanz hat. Deswegen streicht ihr mal raus. Ist oft so bei den Kooperationscharakteren, dass die zwar so halb irgendwie drin sind, aber letztendlich, wenn es danach drauf ankommt, sind die natürlich weg vom Fenster. Somit kommen wir zu Valeria. Ich glaube, der wichtigste Charakter für die Transition jetzt zu Season 2, vielleicht auch in der Zukunft, das werden wir natürlich weiterhin beobachten, ob die noch eine weitere Rolle kriegt. So wie ich Fortnite kenne, würde ich sagen, sobald Season 1 beendet ist, ist auch Valeria nicht mehr relevant, genauso wie bei Midas der Fall war. Midas hat zwar auch seinen Part gespielt, aber nachdem Season 2 vorbei war, war Midas auch nicht mehr so wichtig. Auch wenn er auch irgendwie zu der griechischen Mythologie gehört. Und vielleicht ja jetzt ein großes Comeback feiert in Season 2. In der Story wohlbemerkt. Ne? Auf der Insel gibt es ja schon, glaube ich, 8 unterschiedliche Midas-Varianten schon über die letzten Jahre. War Midas ja schon die ganze Zeit auf der Insel, aber hat halt storytechnisch nicht wirklich was gemacht. Er war nur ein Gefangener der Schleife, wie alle anderen auch. So, und warum ist Valeria die wichtigste davon? Nun, nachdem sie die Macht der Münzen erhalten hat und als Phönix wiedergeboren ist und die Flammen erhalten hat, hat sie angefangen, natürlich die Macht zu studieren und woher die kommt. Wo kam das Ganze her? Wer hat die erschaffen? Und hat dabei die Anzeichen von Pandoras Büchse gefunden. Und zwar in ihrem Studierzimmer, und zwar hier, hat sie angefangen, Pandoras Büchse zu studieren. Hier sehen wir auch tatsächlich ein paar Büsten aus der griechischen Geschichte oder beziehungsweise den Ruinen, wie bei Ruined Reels oder sowas, wurden die Dinger ausgegraben, bei ihr positioniert, also war sie schon sehr danach besessen. Hat auch hier tatsächlich eine Inselkarte, wo sie das Ganze angucken kann.
die lustigerweise, naja, nach unserer Erde aussieht, ne? Warum hat die einen Globus in einer Fortnite-Fantasy-Welt, wo es um Schleifen und Nullrealitäten geht, einen Globus stehen, wo die freaking Erde zu sehen ist, ne? Da ist Italien, ey. Bringen die irgendwann mal die Fortnite, beziehungsweise das Real-Life-World quasi auf die Insel, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall das Studierzimmer. Und hier auf diesem Podest, das ist Stand aktuell leer, aber wenn man jetzt diesen 1 von Anfang an gespielt habt und auf diese kleinen Details geachtet hat, ich persönlich hab's auch nicht. Ich habe nie bemerkt, dass hier ein Buch liegt oder sonst was, war mir egal. Aber auf diesem Podest lag ein Buch von Valeria und dort war schon Pandoras Büchse zu sehen und dass sie das studiert hat und das Ganze analysiert hat. Über die diversen Updates, die dann kamen, hat sie immer ihre Forschungsobjekte, sag ich mal, bewegt und auch da, wo sie ihr Camp aufgeschlagen hat. Und so war sie immer an unterschiedlichen Stellen. Alle Stellen kenne ich jetzt nicht hundertprozentig auswendig, zwei sind aber am wichtigsten und das ist das vorletzte und die aktuelle. Bei der vorletzten Location war sie tatsächlich hier direkt neben Ruined Reels. Ne, da ist Ruined Reels, das Amphitheater und hier hat sie tatsächlich ihr kleines Lager aufgeschlagen und auch dort war das Buch von der Pandoras Büchse zu sehen. Und dieses Teleskop, und sie hat ein Teleskop dabei und das hat auch in alle Richtungen geschaut, ne? Unter anderem auch Richtung Amazon-Lager, das was hinter der Hand ist, hat sie da Beobachtungen angestellt und diese Position hat sich halt mit jedem Update geändert. Das war so ein Zeichen von Fortnite, um zu zeigen, hey, da ist ein Charakter und der ist gerade auf der Suche nach etwas. Und diese Suche ist halt schon unsere ganze Zeit unsere Teaser gewesen für natürlich die Pandoras Büchse. Die aktuelle Location, die ist immer noch da und ist direkt neben der Kiste und zwar... Hier unten haben wir direkt die letzte Ausgrabungsstätte bzw. Location von Valeria. Ne, es ist wieder so ein schöner fancy Stuhl, ihre Bücher sind zu sehen, aber auch das Buch, was auf dem Podest war und auch dort sehen wir natürlich die Pandoras Büchse. So 1:1, genauso wie wir die jetzt schon sehen. Also sie war dabei, das Ding zu suchen und hat die auf der ganzen Insel gesucht und ist jetzt fündig geworden. Ein paar Notizen und eine Motte. Ja, eine Motte auf der rechten Seite. Die Motte hat bisher noch keine wirkliche Relevanz, ne? Man könnte meinen, das ist auch vielleicht irgendwie ein Schmetterling, habe ich auch erstmal gedacht. Aber ich würde sagen, das ist eher eine Motte. Weil nun mal der Schmetterling in Fortnite auch einen sehr, sehr großen Bezug hat und der Schmetterlingseffekt. Durch irgendeine Aktion entsteht eine Reaktion und auch daraus auch eine Reaktion noch weiter und so weiter. Und das war ja ein sehr großes Thema oder Leitthema für Chapter 1 bis Chapter 4. Aber das sieht eher nach einer Motte aus. Und eine Motte ist immer zu dem Licht angewendet bzw. gedreht und fliegt zu dem Licht. Diese Motte scheint auch ein Bild für Valeria zu sein. Das Musikpaket von ihr hat, glaube ich, eine Motte abgebildet. Aber sonst hat sie nicht wirklich viel mit Valeria zu tun. So, und anscheinend war Valeria fündig und hat die Hand bzw. den Titanen unter der Erde, die einst diese uralte Macht erschaffen hat und die Medaillons erschaffen hat, hat sie gefunden und irgendwie, wie auch immer, das ist Fortnite. Das ist ungefähr wie bei Star Wars. Irgendwie ist Palpatine wieder zurückgekehrt und irgendwie hat Valeria geschafft, die Hand wieder zu erwecken. Valeria auf der Suche nach weiterer Macht hofft sich hier natürlich die Macht der Götter anzueignen, die dort eingesperrt sind und die wir jetzt freigelassen haben. Ach ja, und falls ihr euch fragt, wo sind die ganzen Erdbeben und Tornados oder so weiter, entweder hat Fortnite das einfach nur geplant, aber jetzt letztendlich doch sein gelassen und nicht aktiviert, oder das sind Wettereffekte, die in Season 2 starten. Das sind so die zwei Varianten. Werden wir dann sehen, wenn Season 2 starten, wenn dort keine Wettereffekte sind, dann war das wohl einfach nur geplant, in den Spieldateien war das drin und deswegen kommt das nicht rein. Aber nachdem wir die Hohe Gesellschaft besiegt haben, kam aber auch jemand zu Hilfe. Ne? Nicht nur die Hohe Gesellschaft sucht gerade nach der Macht und der Kiste, sondern auch ein weiterer Charakter, und zwar Odyssey. Odyssey kam dann hier in Ruined Reels rein und hat ein Mosaik entdeckt, das uns irgendeine Warnung ausgeben sollte. Auf diesem Mosaik sehen wir, danach mussten wir viele, viele Aufgaben für sie erledigen und 300 Mosaikteile zusammensuchen, um das Bild zu vervollständigen, um diese Warnung bzw. auch die Nachricht von diesem Mosaik zu verstehen, die in meinen Augen jetzt nicht so schwer zu verstehen ist, ne, oder die, auf der wir ganz leicht zu sehen ist. Wer die Kiste öffnet, bringt das Üble über die Welt, über die gesamte Welt. Und Cerberus, der dreiköpfige Hund, der Verschlinger, was auch immer. Hier kann man jetzt wieder nochmal krasser drehen oder sowas. Der Zerstörer, der Verschlinger der Unterwelt, der Bewacher der Toten und was auch immer der noch für Titel hätte. Aber letztendlich, das Mosaik lässt dann den Hund frei. Und Odyssey hat diese Nachricht aber zu spät gefunden. Trotzdem ist die Kiste offen. Upsi, ich meine, wir als Spieler haben das Mosaik gesucht, um Odyssey zu helfen.
aber haben auch genauso geholfen, diese Kiste zu öffnen, die wir vielleicht nicht öffnen sollten. Aber ist mir egal. Hauptsache, die Welt geht hier unter und wir kriegen hier schöne Endzeitstimmung. Und dass hier ein bisschen Feuer verderben und Götter rumlaufen und alles zerstören. Darauf habe ich Bock. Tut mir leid, Odyssey, aber diesmal bin ich auf der Seite von Valeria. Ich habe Bock auf diese Kiste und ich habe Bock, dass es ein bisschen epischer und düsterer wird. Valeria selber hat dabei aber auch ein paar nice Dialoge, die uns auch ein bisschen die Kleinigkeiten erzählen. Und zwar, kein Schicksal ist gewiss, doch deines bebt nur so vor Potenzial. Dankeschön. Ah, mein Schicksal, Leute, es bebt. Auch ihre Charakterbeschreibung ist sehr interessant, ne? Odyssey, ihr Abenteuergeist ist zeitlos. Zeitlos, angelehnt an Kronos, der Titan der Zeit, ne? Aber Odyssey bedeutet ja auch die Heimkehr, Abenteuer, weil Odysseus ja auf der Reise war und ne, auf die Heimkehr. Und deswegen nennt man das auch heutzutage eine Odyssey. Um wen handelt es sich bei der rätselhaften Odyssey? Und warum ist sie genau dann auf die Insel gekommen, als der Niedergang der Hohen Gesellschaft begann? Also wir sehen hier natürlich, durch Jones besiegen wir gerade die Hohe Gesellschaft gerade und die bricht auseinander. Bis auf Valeria, die versucht jetzt mit allen Mitteln natürlich zu überleben und sucht diese Macht. Vielleicht ist sie auch die Einzige, die Bösewichten, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen typisch Fortnite. Wahrscheinlich, sobald Season 1 beendet ist, wird Valeria weg vom Fenster sein und wird keine Rolle mehr spielen. Sie sucht Antworten zu einem mysteriösen Mosaik, verbunden mit uralter Macht. Genau die gleiche uralte Macht, die natürlich auch die Münzen beherbergen und von anscheinend dieser Götterrasse, die wahrscheinlich auf dieser Insel vorher da war, mit Hades, Zeus und dieser Kiste eingesperrt wurden, entweder durch die Titanen oder durch jemand anderen. Auch das ist schwierig zu interpretieren. Man kann es jetzt natürlich episch machen und sagen, ey, die Götter oder die Titanen haben die Götter in die Kiste eingesperrt und haben sich dann zur Ruhe gelegt. Und seitdem ist über den Körper von den Titanen diese Insel entstanden und auf deren Leibname sozusagen. Schon cool, ne? Spannend wird der Dialog tatsächlich auch mit Valeria, wenn wir Odyssey ansprechen. Und zwar, ich werde dir nicht die Antworten geben. Geh deinen Weg und trage die Folgen. Also hier stellt sie sich ganz klar gegen Valeria. Und warum? Weil sie sich nach Macht sehnt. Nee, erst dachte sie, dass sie tatsächlich irgendwie zusammenarbeiten könnte, aber Valeria sucht nur weiterhin Macht, um für sich selber, um noch mächtiger zu werden. Wie gesagt, weil sie ja die Verkörperung jetzt vom Phönix ist. Und quasi so die erste Halbstufe war zu der Götterseason, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen Kollegen aus der Hohen Gesellschaft, die diese Mächte nicht bekommen haben. Auch ein sehr interessanter Charaktereintrag ist tatsächlich Hope. Der Hope ist ja in dem Underground mit Jones und hilft Jones, ihrem Freund zu helfen. Der interessante Auszug ist aber um bei der Rettung ihrer Schwester Valeria. Die sind anscheinend Geschwister und nachdem Valeria die Macht und zu der Hohen Gesellschaft gekommen ist mit den anderen, hat sich Hope anscheinend gegen sie gestellt, um sie zu retten, damit sie nicht noch mehr Macht sehen. Damit sie vielleicht nicht böser wird oder natürlich die Sachen macht, die sie jetzt macht, und zwar die Titanen zu retten und die Götter rauszulassen und die paar Bugs, die dann eure Ranked-Runden kaputt machen und vielleicht auch noch ein paar böse Sachen wie Pest und Hass und Tod und so. Also ihr seht es, Leute, die Unterwelt, die Götter kehren auf diese Insel zurück. Sie übernehmen wieder die Kiste, wir haben sie befreit von der Gefangenschaft der Titanen. Valeria will weiterhin die Macht haben. Ihr wisst, wem die Hand gehört, ne? Sei es Kronos oder Prometheus. Es ist eine Hand des Titanen. Die Pandoras Büchse wurde geöffnet, nicht von Pandora, sondern von einer sehr aktiven Community. Wir haben hier eine richtig geile Aktion gestartet und jetzt geht die Geschichte natürlich weiter. Jetzt muss Fortnite diese Geschichte fortsetzen. Weil jetzt müssen die wirklich dranbleiben. Wie geht die Geschichte jetzt weiter? Die haben jetzt so einen guten Start hingelegt. Ne, das bietet so viel Potenzial. Die Fortnite-Geschichte vermischt sich jetzt natürlich auch mit ein paar Mythen und Mythologie-Sachen, wie nun mal die Götter, die Titanen, Zeus und natürlich auch vielleicht der Erschaffung von dem Ganzen, ne, wer diese Insel erschaffen hat. Da bietet viel Potenzial. Das kann jetzt viel Geschichte reinbringen zu der Herkunft dieser Insel, zu der Herkunft der ganzen Realitäten vielleicht. Ne? Da kann man viel machen. Und das soll nicht einfach nur in Season 2 wieder in Versenkung geraten, nachdem wir Season 2 beendet haben, dass dann die Götter keine Rolle mehr spielen und dann irgendwo wieder in der Versenkung landen. Weil das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Weil Stand aktuell hat Fortnite keine große zusammenhängende Geschichte, sondern für jede Season eine eigene kleine. Und vielleicht müssen wir auch einfach uns dran gewöhnen. Und vielleicht werden wir in Season 2 eine coole und epische Geschichte rund um Götter, der Machtsuche von Valeria und der Zerstörung der Gesellschaft hier irgendwie zusammenkommen
Und dann in Season 3 müssen wir uns dann irgendwie in einer postapokalyptischen Welt wieder überleben. Nachdem dann alles zerstört ist und der Krieg der Götter und Valeria irgendwie hier zustande gekommen sind, müssen dann die restlichen Überlebenden wieder in einer verlorenen Welt, in einer verwüsteten Welt überleben. Und dann haben wir eine Postapokalypse. Und dann beginnt eine neue Geschichte, wisst ihr? Und so könnte das von Season zu Season weiterspringen. Deswegen schauen wir mal, ob sie das Potenzial nutzen, die fordernde Geschichte jetzt hier voranbringen und mal wirklich ein bisschen mehr Lore reinbringen und für die Herkunft der Insel sorgen, wo die Titanen herkommen, ob die wirklich noch unter der Erde sind und das weiter ausschöpfen, weil ich glaube, da kann man viel machen. Am 7. März, ca. 12, 13 Uhr, starten wir den großen 24-Stunden-Stream für die neue Season 2. Und dann streamen wir natürlich mehr rein. Über die Nacht hinein wird natürlich wieder Battle Pässe geben, V-Bucks für euch, womit ihr euch dann wieder Sachen holen könnt. Sei es ein Battle Pass oder ob ihr euch einen Skin holt, weil ihr schon Fortnite Crew besitzt. Oder. Für alle ist was dabei. Wir werden natürlich zusammenzocken und. Ich hab Bock drauf. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ist zwar nur eine Geschichte, aber eine Fortnite-Geschichte. Die Geschichte der Hand und natürlich der Götter. Haut gerne ein Like rein, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt. War wahrscheinlich ein längeres Brett. Würde mich freuen. Und wenn jetzt, könnt ihr natürlich noch die Playlist auschecken und mal die Geschichte angucken, die natürlich jetzt über die letzten Jahre passiert sind, wie auch in Chapter 4 und vielleicht auch die gesamte Geschichte von Chapter 1. Auch wenn die aktuell nicht viel Bezug hat zu Fortnite.